Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich habe mir überlegt, ich mache für meine Schottland-Gruppe, also die Mitreisenden, die wir gedenken, nach Schottland abzuhauen im Mai 2018. Da habe ich mich jetzt in Walching nicht mehr so viel zu Wort gemeldet, weil ich ja viel um die Ohren hatte und habe gedacht, ich starte jetzt quasi die Interaktion nochmal neu, indem ich noch ein kleines Video dazu produziere. Und da das jetzt nichts so spezifisch ist für die Gruppe ist, habe ich gedacht, kann ich ja gleich ein öffentliches Video draus machen. Vielleicht interessiert sich ja der eine oder andere auch noch für das Thema. Ja, und zwar wollte ich einfach mal von dem seltensten Tier, also der auch bedrohtesten Tierart von Großbritannien berichten, nämlich der nur in Schottland vorkommende Haggis vulgaris, heißt er auf Latein, bei so wahnsinnig seltenen und Standorten sehr begrenzten Tierarten. Es ist üblich, dass man die meistens nach dem einheimischen Namen, also auch bei ihrem wissenschaftlichen Namen, nach ihrem einheimischen Namen benennt. Zum Beispiel, das sind oft Tiere, die inzwischen auch schon ausgestorben sind, zum Beispiel das Quagga aus Afrika. Das hieß auf Lateinisch auch Quagga irgendwas. Ist eine Zebraart gewesen, eine Unterart vom, nicht eine Unterart vom Zebra, also eine, ja, so ein Zwischending zwischen Zebra und Pferd, so vom Aussehen her zumindest. Aber das wäre zum Beispiel so ein Beispiel. Oder der Dodo, dieser ausgestorbene, nicht flugfähige Vogel, der eigentlich nichts drauf gehabt hat, außer rumzudappen und nur deswegen überlebt hat, weil er keine Feinde hatte. Als er Feinde bekommen hat, weil sie von woanders eingelandet sind, ist er auch ausgestorben. Der heißt lateinisch auch nur Dodo irgendwas. Ja, und so verhält es sich halt eben auch mit dem Haggis. Haggis vulgaris. Vulgaris heißt einfach immer nur gemeiner Haggis. Das gibt es auch bei vielen Baumarten, zum Beispiel, oder auch Straucharten. Caluna vulgaris, das ist diese normale Heide, das Heidekraut, das man ja sehr gut kennt und was in Deutschland ja auch viel wächst. Oder Syringa vulgaris, das ist der gemeine Flieder, also der ganz normale Flieder halt eben. Man sagt immer vulgaris, wenn man entweder gar keine andere Art hat, die irgendeinen anderen Namen bekommen könnte, oder wenn die Unterarten irgendwie ein bisschen speziell sind. Es gibt auch noch eine als verschollen geltende zweite Art von Haggis, aber wie gesagt, der gilt als verschollen. Man muss immer so ein bisschen sagen, ausgestorben und verschollen, das geht immer so ein bisschen einher im Artenschutz. Weil teilweise weiß man nicht, man kann ja nicht beweisen, dass die entsprechende Art ausgestorben ist. Man kann eigentlich nur sagen, verschollen seid. Und wenn verschollen seid, keine Ahnung, 30 Jahre hat niemand mehr ein Quagga zum Beispiel gesehen, dann darf man wohl davon ausgehen, dass es auch kein Quagga mehr gibt. Deswegen eben dieses verschollen, weil man ja nicht beweisen kann, dass es keine mehr gibt, ne? Ja, also zum Haggis. Nennen wir ihn einfach nur mal Haggis. Das ist ja das schottische Nationaltier quasi. Ja, jetzt habt ihr wahrscheinlich noch nicht so viel von diesem Haggis gehört. Es gibt, also die meisten Leute lernen den Begriff Haggis dadurch kennen, dass es an Fish and Chips-Buden zum Beispiel auch Haggis zu kaufen gibt. Allerdings ist das so eine Art Ersatz-Haggis. Der Haggis ist nämlich eine Delikatesse, also der wird gerne gegessen. Aber dadurch, dass der so selten geworden ist und eben vom Aussterben bedroht und kaum nur auch Haggisse in freier Wildnis gesehen werden, haben sie inzwischen ein Ersatzgericht gefunden, also was zusammengemixt quasi, was so ähnlich schmecken soll wie der Original-Haggis, weil der ist ja geschützt, der soll eigentlich nicht mehr gejagt werden. Bis auf wenige Ausnahmen. Es gibt ja noch so ein paar Sonderrechte der einheimischen gälischen Bevölkerung. Also es gibt ja in Schottland auch diese gälisch sprechende Minderheit. Ui, hier fallen die Blätter um mich rum. Und die haben noch ein altes, überliefertes Jagdrecht auf den Haggis. Aber gut, das Alternativgericht eben, das den Hunger nach Haggis quasi so ein bisschen stillen soll, das ist eben das, was man an diesen Fish and Chips-Buden bekommt. Das ist eine Art Wurst, meistens so in rundlicher Form, wird eben im Schafsdarm, im Wasser gekocht und besteht unter anderem aus Schafsniere, Schafslunge, ich glaube Schafsherz,
ist noch drin. Leber bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Jedenfalls dazu noch ein bisschen Getreide, überwiegend Gerste. Das Ganze sehr scharf und pikant gewürzt. Und vielleicht noch ein paar geheime Zutaten, von denen ich jetzt nichts ahne. Da wird es auch regionale Unterschiede geben. Aber seit eben jedenfalls der Haggis so selten ist, nimmt man da nicht mehr das Haggis-Tier für, sondern nur noch eben diese Schafsinnereien, was noch den positiven Nebeneffekt hat, dass die dann auch versorgt sind und nicht verderben, weil Innereien verderben ja schnell. Also das ist eigentlich eine Win-Win-Win-Situation. Und hier gibt es schon wieder Mücken. Gut, ja, also das Haggis-Tier. Gehört verwandtschaftlich, ja, ist schwer zu einzuordnen. Das ist so ein bisschen so wie bei Bäumen der Ginkgo, ne? Kennt man, Ginkgo-Baum. Das Ding ist quasi so eine Art lebendes Fossil und hat keinerlei irgendwie noch lebende Verwandten. Die nächste Art, mit der das Ding verwandt ist, ist schon vor Jahrmillionen gefühlt ausgestorben. Also so ein ganz besonderer Fall und Verwandtschaftsbeziehungen kann man daher nicht nennen. Und so ähnlich verhält es sich auch beim Haggis. Man kann auf jeden Fall sagen, dass er zu den Plazentatieren gehört. Also es ist ein Säugetier und ein Plazentatier. Alternative Säugetiere wären ja Beuteltiere, die haben dann keine Plazenta. Heute ist wieder was los im Wald. Es gibt auch nebendran, also ein Hügel weiter, gerade noch ein paar Baumfellarbeiten, wobei die jetzt wahrscheinlich auch demnächst fertig sind. Es ist jetzt 17 Uhr durch. Naja, wurscht. Also Ordnung Haggis, Familie wieder Haggis und Gattung Haggis und Art den wir jetzt als erstes besprechen, Haggis vulgaris dann eben, also der gemeine Haggis. So. Also verwandtschaftliche Beziehung nur noch zu einem anderen Haggis und das war's. Man vermutet, dass er dass diese seltsamen Säugetiere, sowas wie das Schnabeltier zum Beispiel, dass die in irgendeiner Form vielleicht auch miteinander verwandt sein könnten, könnte mit der Kontinentaldrift irgendwie zusammenhängen, dass da wirklich verwandtschaftliche Beziehungen vorhanden sind, aber dann halt eben als die Kontinente auseinandergebrochen sind, das war ja mal alles ein großer Superkontinent, eben diese seltsamen Tiere, die es in Australien und Umgebung so nah mehr oder weniger gibt, wie das Schnabeltier, weiß gar nicht, ob das in Australien jetzt vorkommt, muss ich jetzt passen, also mit dem Schnabeltier kenne ich mich nicht aus, aber das ist auf jeden Fall diese eine Ecke mit diesen seltsam anmutenden Säugetieren und halt eben, da gibt es die Vermutung, dass der Haggis auch zu denen gehört hat, aber aus irgendwelchen Gründen dann halt nach Norden abgespalten wurde und sich dann irgendwie in Schottland gehalten hat. Vielleicht auch, weil er eben da auch keine natürlichen Feinde hat. So, so ein Haggis lebt vorzugsweise in den Highlands, also braucht ja nicht vollständig baumfreie Landschaften, aber er kann mit Wald eigentlich nichts anfangen. Also er ist kein typisches Waldtier, weil er sich eben speziell an seinen Lebensraum angepasst hat. Und der besteht darin, dass die schottische Landschaft ja viele so einzelstehende Bergelchen aufweist. Also aus Sicht von jemandem, der die Alpen oder so gewöhnt ist, sind es nur Bergelchen. Für den Schotten sind es schon große Berge und der Schotte unterscheidet auch ganz genau in verschiedenen Kategorien eben die Höhe seiner entsprechenden Berge und ab einer bestimmten Höhe, ich glaube 500 Fuß oder irgendwie sowas war das oder 5, ich weiß es nicht, das muss ich nachgucken, aber ab einer bestimmten Höhe ist ein Berg kein Berg, sondern ein Monroe. Und solche Monroes, das ist so der typische Lebensraum von eben unserem Haggis vulgaris, da hat er sich wunderbar dran angepasst. Er ist nämlich in der Lage, generell ziemlich schnell zu laufen, also so bis zu 60 km/h kann er im Flachland locker erreichen, beziehungsweise, was heißt im Flachland, in seinem natürlichen Lebensraum, denn der hat sich daran auf allem gepasst, insbesondere um diese Monroes zu laufen. Also er variiert schon noch ein wenig die Höhe, aber seine Spezialität, auch um Feinden zu entkommen, ist, dass er ganz schnell um diese Berge läuft. Und das kann er deswegen so schnell, weil er da eine morphologische Besonderheit hat, die Beine auf der rechten bzw. auf der linken Seite, also immer auf der Seite, die zum Berg geht, die sind ein bisschen verkürzt. Das heißt, wo andere Leute dann da Schwierigkeiten haben, das Gleichgewicht zu halten, hat der halt eben die perfekt darauf angepasste Beine eben. Also 4 natürlich, aber halt auf der rechten Seite entsprechend kürzer, auf der linken Seite entsprechend länger. Beim Weibchen ist es andersrum, hat man festgestellt. Das ist wohl eine Anpassung daran, dass die sonst Schwierigkeiten hätten, sich beim um den Berg laufen zu begegnen. Weil wenn beide in die gleiche Richtung laufen würden, dann müssten sie sich schon gegenseitig einholen. Man hat aber
einfach nicht feststellen können, dass es da jetzt irgendwelche signifikanten Geschwindigkeitsunterschiede zwischen dem männlichen Haggis und dem weiblichen Haggis gäbe. Deswegen ist es wohl praktischer, dass die sich dann immer frontal begegnen. Erhöht wohl die Wahrscheinlichkeit eben, dass es zu solchen Begegnungen kommt. Allerdings wird diese noch zusätzlich durch das entsprechende Paarungsverhalten vom Haggis erhöht, dass die sich eben begegnen. Nämlich der Haggis hat so eine interessante, so eine leicht trichterförmige Schnauze und kann mit der so einen, ja, tiefen Brummton, so einen ganz langen, dunklen Brummton erzeugen, der möglichst weit getragen wird. Ist auch wahrscheinlich wieder eine Anpassung an eben diese freien schottischen Landschaften, von der Evolution also so vorgesehen, weil dieser Ton halt wahnsinnig weit zu hören ist, dieser Brummton. Und interessant, also das wollte ich eigentlich nachher erst erzählen, aber ich kann es ja gleich nochmal einfügen, das machen sich auch die traditionell, also diese kleine gälische Minderheit in der schottischen Bevölkerung, die den Haggis noch jagen darf, macht sich das zunutze und behauptet, also man weiß ja nicht so genau, das ist ähnlich wie mit der Erfindung des Whiskys, ob es die Iren waren oder die Schotten, weiß man nicht so genau, ne? Aber jedenfalls behaupten diese gälische Minderheit, den Dudelsack bei sich erfunden zu haben, und zwar einzig und allein aus dem Zweck, weil sich mit dem Dudelsack dieser Ton, den der Haggis als Paarungssignal aus, von sich gibt, besonders gut imitieren lässt. Also man kennt das ja vielleicht, wenn man diesen Dudelsack da aufpustet und dann auf den Sack draufdrückt, dann hat man immer kontinuierlich diesen einen Ton, der quasi durchgehend zu hören ist, und dann das andere Gepfeife, das ist dann über diesem Grundton drüber, und das ist so, dieser Grundton, der klingt fast wirklich identisch wie eben dieser Paarungs vom Haggis, Männchen übrigens. Die Weibchen, die haben auch diese morphologische Schnauze, die ist aber irgendwie deutlich kleiner, und daran kann man es auch ganz gut unterscheiden, ob es sich jetzt um ein Männchen oder ein Weibchen handelt. Und eben vermutlich ist dieser Brummton insbesondere dafür gedacht, um die Höhe beim um den Monroe laufen eben entsprechend anzupassen, dass sie sich dann wirklich auch treffen, weil sonst könnten sie ja oben übereinander bzw. untereinander vorbeilaufen, wenn sie dann entsprechend ihre Kreise um den Berg drehen. Und das ist halt eben auch ihre Feindvermeidungsstrategie, ihre eigene persönliche ökologische Nische, dass sie halt schneller als jedes andere Tier eben da um die Kurve kommen. Also wer da versucht, denen hinterher zu rennen, hat eigentlich kaum eine Chance ohne diese spezielle Anpassung mit dem schnell um den Berg. Ansonsten ist er Vegetarier, der gute Haggis. Der frisst halt so diverse Kräuter, die da in den Highlands eben wachsen. Also zum Beispiel das Heidekraut, das weidet er ganz gerne ab. Auch die ganzen Beeren, die da entsprechend vorkommen. Also Krähenbeere, Blaubeere, Preiselbeere natürlich auch. Also davon ernährt er sich ganz gut. Die sind ja auch sehr energiereich, diese Beeren. Da frisst er sich im Herbst also auch immer entsprechend eine dicke Fettschicht an. Der wirkt dann wie so eine große, ja fast schon wie so eine runde Kugel. Er hat dabei ein relativ dünnes Fell. Also die Isolierungseigenschaften, also um den Winter zu überstehen, die hat er so ein bisschen von den Meeressäugern übernommen. Die haben ein Fell, aber das ist halt eben sehr, 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 sehr stark zurückgebildet. Und nicht kalt wird ihnen deswegen, weil sie direkt unter der Haut eine sehr, sehr, sehr mächtige Fettschicht haben. Und dieses Prinzip wendet halt eben auch der Haggis an, und im Winter dann nicht zu erfrieren. Also sonderlich haarig sind die Viecher halt eben nicht. Ja, Unterschied Männlein, Weiblein habe ich gesagt. Die bauen sich, also so ähnlich wie die Vögel, die es in dieser Landschaft auch gibt, die Bodenbrüter, baut sich auch ein Haggis ein Nest. Das macht ja auch das Wildschwein, also das ist bei Säugetieren eigentlich gar nicht so selten, dass die sich eine Art Nest anlegen. Ja, und da kriegt dann halt eben das Weibchen entsprechende Jungen. Das Problem ist, dass dieses Nest natürlich nicht direkt am Hang, also dem typischen Lebensraum, gebaut werden kann, sondern es befindet sich dann meistens auf den Gipfeln, wo es halt ein bisschen ebener ist. Runter ins Flachland trauen sie sich nicht, weil sie dann ihren um den Berg rennen Geschwindigkeitsvorteil gar nicht mehr ausspielen könnten, wenn sie flüchten müssten. Deshalb auf den Berggipfeln sollte man besonders vorsichtig sein, dass man halt da eben dann nicht doch mal aus Versehen einem Haggisnest zu nahe kommt und die jungen Haggisse da entsprechend stört. 4 bis 6 Jungtiere gibt es pro Wurf. Leider sind eben aufgrund der Nahrungssituation die halt erstmal dafür sorgen muss, dass die Speckschicht der Haggis-Weibchen immer aufrechterhalten wird, weil sie sonst im Winter erfrieren würden, sind sie nur so alle 2 bis 4 Jahre überhaupt fruchtbar.
Und im gleichen Zeitraum muss halt dann eben auch ein Haggis-Männchen da sein. Und das Blöde ist halt dadurch, dass die Haggis jetzt so selten geworden sind, ist halt einfach das Aufeinandertreffen von Weibchen und Männchen selten geworden. Und wie gesagt, wenn das nur alle 2 bis 4 Jahre dann überhaupt funktioniert, da haben die Nachwuchszahlen doch deutlich abgenommen. Der Haggis ist auch sehr störungsempfindlich. Wenn da also überall Touristen rumrennen, dann muss er notgedrungen von seinem Monroe runter. Durchs Flachland, wo er dann halt eben überhaupt nicht mehr schnell unterwegs ist, was auch eine gewisse Gefährdung darstellt. Es sind auch schon Haggis überfahren worden, wenn sie dann halt auch mal über eine Straße rüber müssen. Selbst in Schottland gibt es ja hin und wieder mal Straßen, um halt eben zu einem anderen Monroe zu kommen, wo sie dann wieder entsprechend in ihrem natürlichen Lebensraum weiter ihr Dasein fristen können. Und gerade das ist auch wieder so ein Faktor, weshalb die eben so selten, eben gerade diese Wanderbewegung, die halt häufiger jetzt durch Touristen ausgelöst wird, weil ja auch jede Menge Leute, sogenannte Monroeisten, gerne eben auf sämtliche schottischen Monroes steigen wollen. Die kann man sammeln, die kann man sich dann in so ein Büchlein eintragen. Das ist einer dieser beliebten schottischen Hobbits, so ähnlich wie Hobbits, Hobbys natürlich, so ähnlich wie das Baumstammwerfen und so einen anderen Quatsch, den der Schotte so tut, ne? Und dazu gehört halt eben auch dieses Monroe-Sammeln und das ist so eine ganz schlimme Sache eben, die den Bestand der Haggisse ganz enorm bedroht. Ja, was gibt's noch zu den Viechern zu sagen? Wenn man die jetzt halt eben jagen will, das ist so grob bekannt, wie das eben diejenigen, die das dürfen, aber auch wirklich nur die machen. Und zwar hat man wohl mal irgendwann durch Zufall festgestellt, dass der Haggis, der sieht nicht ganz schwarz-weiß, soweit man weiß. Es gibt da wenig Forschungsdaten zu. Aber er kann wohl bestimmte Farben besser sehen als andere. Das ist auch bei anderen Pflanzenfressern so, zum Beispiel beim Reh. Gerüchteweise soll das Reh Orange- und Gelbtöne zum Beispiel so gut wie gar nicht sehen können. Deshalb seht ihr vielleicht eventuell auch mal diese in, ja, grellen Farben gekleideten Jäger rumrennen. Teilweise gibt es das ja auch als Flecktarn, Orange-Flecktarn quasi, Orange-Rot-Flecktarn. Das liegt daran, dass das halt eben für ein Reh angeblich wahnsinnig schlecht zu sehen sein soll. Ob das jetzt so richtig stimmt oder nicht, hundertprozentig kann ich das auch nicht sagen. Aber so ähnlich funktioniert das eben auch beim Haggis. Nur, dass der halt eben bei so einem bestimmten Karo-Muster wohl traditionell am ehesten das nicht wahrnehmen kann. Und da behauptet jetzt wieder die entsprechende Urbevölkerung von Schottland, wieder diese gälische Minderheit, dass die deswegen den Kilt erfunden hätten. Also das Tartanmuster, was da halt eben drauf ist, dieses typische Karo-Muster, das je nach Clan unterschiedlich ist. Es gibt nämlich lediglich ein einziges Muster, das quasi jeder Schotte tragen kann, wenn er es denn mal braucht, nämlich eben dieses, ja, geheime, offiziell kann man nicht sagen, das möchten sie nicht so gern verraten, welches das jetzt genau ist, dieses geheime Haggis-Fang-Kilt-Muster, also Tartan-Muster, weil halt eben das wohl den Haggis wahnsinnig verwirrt, er damit nichts anfangen kann. Und das muss man wohl anhaben, wenn man einigermaßen effektiv auf Haggis-Jagd gehen will. So, dann das mit dem Dudelsack hatte ich ja schon gesagt, dass sie halt damit eben versuchen, die Brummtöne vom Haggis-Männchen zu imitieren. Das führt übrigens dann auch nochmal zu der Schwierigkeit, dass erheblich mehr Weibchen als Männchen gefangen werden, weil die Männchen reagieren ja nicht auf die Brummtöne von anderen Haggis-Männchen. Sie haben so gut, also es gibt schon ein Territorialverhalten, aber es kommt eigentlich nie zu Kämpfen zwischen einzelnen Haggis-Männchen. Die gehen sich größtenteils aus dem Weg und die Weibchen, die halt dann eben da sind, es gibt ja auch nicht mehr viele, deshalb gibt es auch wenig Konflikte. So. Ja, und da muss man also eben diesen entsprechenden Ton spielen auf dem Dudelsack, um die Haggisse grundsätzlich anzulocken. Und der Zweck des Tarnmusters, was man dabei tragen sollte, besteht halt eben darin, dass man sich damit so ein bisschen im Gebüsch versteckt und dann halt eben wartet, bis der Haggis vorbeiläuft. Und dann, der Schotte ist halt ein komischer Geselle, ne? Ist es irgendwie üblich, dass Haggis nur von Hand gefangen werden darf. Also die stürzen sich dann wirklich auf den vorbeilaufenden Haggis, springen da quasi aus ihrer Deckung raus, versuchen den festzuhalten und haben dann halt eben so ein langes Gürtelmesser und ja, irgendwie muss er dann ja schon abgemurkst werden, wenn er gegessen werden will. So, soll, ja.
Ah, richtig, der andere Haggis, der heißt, also im englischen Sprachraum, Low-Flying Haggis. Natürlich kann der nicht fliegen, das ist ja ein Säugetier. Säugetiere haben halt gemeinsam, dass sie immer nur vier Extremitäten besitzen. Und gerüchteweise, aber das ist, um die Engländer zu verarschen, der Schotte verarscht ja gerne die Engländer, die behaupten, der Low-Flying Haggis hätte dann halt nochmal ein paar Flügel auf dem Rücken, wie so große Libellenflügel, und würde damit in niedriger Höhe zwar, aber doch mit einer hohen Geschwindigkeit über die Ebene sausen. Klingt im ersten Moment ja schon mal relativ glaubhaft, weil das wäre ja dann quasi ein Lebensraum, der noch zur Verfügung steht. Die Hügel, da wohnt der Haggis vulgaris, also der gemeine Haggis, und der Low-Flying Haggis, den hat man auf Lateinisch dann übrigens Haggis avium, also Vogel-Haggis, wenn man das so frei übersetzen möchte, genannt. Und dass der dann halt eben quasi die Rest bevölkert, der Highlands. Problem, man vermutet, dass der schneller ausgestorben ist, weil er einfacher zu fangen ist. Dann reicht es dann nämlich, also wieder die Weibchen, und die Männchen sind dann halt an Altersschwäche irgendwie gestorben, da soll es nämlich wohl reichen, wenn man sich irgendwo flach auf den Boden legt, als Jäger wieder den Haggis-Fang-Tartan anhat und dann mit dem Dudelsack halt eben brumm, und dann kommt der Haggis wohl angeflogen und fliegt dann Kreise über da, wo er das entsprechende Geräusch gehört hat, denn die männlichen Low-Flying-Haggisse, die setzen sich wohl scheinbar wirklich dann einfach nur irgendwo mitten in die Highlands und machen halt brumm, und mehr tun die eigentlich nicht, um Frauen anzulocken. Das Blöde ist nur, dass da dann halt eben unten nicht irgendein männlicher Haggis hockt, sondern halt der Schotte. Und der Schotte macht dann grapp und schnappt sich dann halt den sogenannten Low-Flying Haggis. Ja, aber warum heißt der jetzt Low-Flying Haggis? Wie gesagt, das ist, um die Engländer zu verarschen. Eigentlich hat auch der eine besondere Morphologie, was die Beine betrifft. Das passt ja auch gut zusammen, dass beide Arten entsprechend morphologisch angepasste Beine haben. Und der hat so ein bisschen wie ein Frosch besonders starke, lange Hinterbeine. Beine und kann damit sehr lange flache Sprünge durch die Landschaft machen. Also fliegen nicht, aber halt eben, es sieht fast so aus, wenn man dann zum Beispiel gerade so eine hügelige Landschaft hat, das ist in den Highlands ja auch normal, dass der dann hinter einem Hügel quasi hervorschießt, über den Hügel drüber und hinter dem nächsten Hügel quasi wieder verschwindet, und das sieht dann so aus für wohl manche Beobachter, als könnte der fliegen. Und deswegen vermutet man halt, hat man halt auch eben das mit diesen Libellenflügeln behauptet, weil die sind ja durchsichtig, die sieht man ja nicht so gut, also du hast die Flügel nur nicht gesehen. Ist aber eben Quatsch, der springt bloß, ne? Säugetiere mit Flügeln gibt es zwar, aber dann haben sie bloß noch zwei normale Hinterbeine. Es gibt keine sechs Gliedmaßen Säugetiere. Also es gibt ja einige möglichen krassen Tiere, aber das wäre jetzt wirklich übertrieben. Entschuldigung. Ich habe es bis hierhin geschafft. Es ist tatsächlich schottischer Volkssport, die Engländer dahingehend zu verarschen, dass die Existenz von dem Haggis-Tier grundsätzlich keinstenfalls irgendwie anzuzweifeln ist. Ne? Also, machen wir mal bei dem Spaß mit und zweifeln in keinster Weise irgendwie die Existenz vom Haggis-Tier an. Falls jemand Lust hat, einen entsprechenden Kommentar zu hinterlassen und es mir tatsächlich gelungen sein sollte, irgendwen von der Existenz eines Haggis-Tiers zu überzeugen, würde ich mich über einen entsprechenden Kommentar dann doch ein wenig freuen, beziehungsweise wie lange es gedauert hat, bis ihr gemerkt habt, dass ihr gerade circa 26 Minuten eures Lebens für Schwachsinn verschwendet habt. Also, ich habe gerade eben so nach dem Motto, eine Lüge ist dann glaubwürdig, wenn sie möglichst nah an der Wahrheit stattfindet, eben gerade deswegen versucht, das auch noch so ein bisschen als endemische Art und Gründe für die Seltenheit und so weiter, so ein bisschen wissenschaftliches Fachchinesisch da jetzt noch einfließen zu lassen. Und also es ist einfach ein Gag, der ursprünglich zum Verarschen speziell der Engländer eben gedacht war, und jetzt wird er gerne verwendet, um sämtliche Schottland-Touristen, das sind ja immer mehr geworden, entsprechend zu verarschen. Aber vielleicht hat es der eine oder andere ja unterhaltsam gefunden.
tatsächlich diese Unterscheidung zwischen Low-Flying und diesem und dem Berglauf-Haggis, die habe ich auch aus Schottland, die gibt es da, wie, also das hat irgendwer mal erfunden natürlich, aber das habe ich auf jeden Fall daher. Und dass die Weibchen so rumlaufen und die Männchen so rum, das ist meine Idee gewesen, um das Ganze einfach ein bisschen glaubwürdiger zu machen. Auch dass die gälische Minderheit in irgendeiner Form dann noch Fangrechte zu den Viechern besitzt. Das ist ja auch durchaus was, was aus anderen Teilen der Welt wirklich vorkommt. Zum Beispiel Walfang für gewisse Inuit-Stämme, dass die immer noch auf Walfang gehen dürfen, was natürlich Greenpeace nicht gerne sieht. Und ja, also das ist natürlich schon jetzt ein Quatschvideo, aber so die Erklärungen, die beruhen schon tatsächlich auf realen naturwissenschaftlichen Erkenntnissen. Also wenn ihr versucht, das Ganze vielleicht mal irgendjemand anders vorzutragen und jemand anders damit zu verarschen, ich mache das schon seit Jahren, dass ich die Haggis-Geschichte möglichst versuche, möglichst vertrauenserweckend wiederzugeben. Habe eine meiner besten Freundinnen mal, ich glaube ein paar Wochen hat die geglaubt, dass dieses Tier wirklich existiert. Ich habe sie trotzdem lieb. Und ja. Aber wenn ihr das halt auch mal vorhabt, da entsprechend Leute zu verarschen, insbesondere wenn ihr mit irgendjemand, der sich in Schottland nicht auskennt, nach Schottland wollt und dann so entsprechende Pläne verfolgt, dann ist vielleicht meine Version der Geschichte ein bisschen glaubwürdiger als irgendwas mit Bildern. Weil wenn man das mal im Internet googelt, da gibt es teilweise, da tragen die Viecher dann auch noch einen kleinen Kilt, haben halt wirklich so eine richtige Dudelsacknase und sehen aus wie das Haggis-Gericht, also dieser unförmige Sack, diese Wurstart. Speise, nur halt eben noch nicht gekocht. Man müsste also quasi nur noch den Rüssel abschneiden, wobei nicht mal das, der Rüssel sieht aus wie das zusammengeknotete Ende. Also so ein Wurstzipfel quasi so ein bisschen. Also ist schon, sobald man ein Bild von diesem Viech sieht, ist klar, dass das quasi der schottische Wolpertinger ist oder Elbetritsche. Ja, ursprünglich wollte ich noch erzählen, dass diejenigen, die den Haggis das Aussterben des Haggis verursacht haben, eigentlich die Tempelritter zusammen mit den Illuminaten sind, die auf Einhörnern auf die Haggisse Jagd machen. Aber hab gedacht, das wäre zu unrealistisch. Ja, gut, ich hoffe, ihr hattet jetzt trotzdem ein bisschen Spaß bei dem Schwachsinn und nehmt mir das nicht allzu sehr übel. Ich habe ja extra in den Titel schon so ein klein bisschen angeteasert, dass es sich hier um Blödsinn handelt. Und wer während des Videos mal in die Kommentare guckt, wird das hoffentlich dann auch relativ bald feststellen. Aber wobei, vielleicht mag der eine oder andere Kommentareschreiber ja auch irgendwie bei dem Scheiß ein bisschen mitspielen und so tun, als ob eben die Tatsache, dass der Haggis definitiv existiert, eben noch ein bisschen weitergeben, ne? Also vielleicht noch ein kleiner Nachtrag, eine gewisse Verarschungsgeschichte erzählen. Das ist leider auch so eine gewisse Familientradition bei uns Tüxens. Mein Großvater, also der Professor, der hat auch immer mal wieder gerne seine Studenten losgeschickt zum nächsten Kiosk, um doch Tickets für das U-Boot-Rennen in der Weser zu besorgen. Viele sind darauf reingefallen und haben halt gedacht, ja gut, wenn der Professor das sagt, jetzt muss man natürlich die Weser nur einmal gesehen haben, dass einem eigentlich relativ schnell klar sein sollte, dass in das Ding kleine Flüsslein da einfach keine U-Boote reinpassen und schon gar nicht mehrere, die dann ein Rennen fahren. Aber ja, gut, wie gesagt, Familientradition. Die Haggis-Theorie, also dass der, also die Tatsache, dass der Haggis wirklich als Tier existiert, ist meine Lieblingsverschwörungstheorie nach der Bielefeld. Gibt es nicht. Verschwörungstheorie. Was heißt Verschwörungstheorie? Das ist ja Tatsache, dass es Bielefeld nicht gibt. Wer jetzt wirklich nicht weiß, wovon ich rede, der möge doch mal die Bielefeld-Verschwörung googeln. Das finde ich ist eine echt mal unterhaltsame Verschwörungstheorie. Normalerweise gehen mir diese Dinger gewaltig auf den Nerv, also Verschwörungstheorien, aber die Bielefeld-Verschwörung, die ist gut. Ja, Schluss. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.